Wenn du jetzt in das Kabel vom Mikro beißt, bin ich echt mega, mega pissig, ne? Guck mich an. Okay, wir gehen raus. Ich könnte La Paloma pfeifen oder sowas. Aber ich glaube, um mich daran erinnern zu können, dass wenn wir hier unten waren, irgendwas kam. Da war das nur letztes Mal, weil ich zu doof war. Ich weiß nicht, also als ich das gespielt habe zum Beispiel, war es so, dass ich, als ich diese Stelle passiert habe, hinter mir auf einmal, weil ich bin hier unten rumgegangen, habe mich rumgeguckt, habe keinen Roboter gefunden. Haha, ja, war auch nicht möglich direkt, weil der war die ganze Zeit hinter mir her. Der kam dann direkt die Treppe nach mir runter und ich hatte mich hier versteckt dann und er hat mich natürlich gesehen. Das war extrem uncool. Deshalb warte ich hier kurz. Weil anscheinend war das dann aber mein eigenes Verschulden. Ich das sehe. Hier sehe ich auch noch nichts, keine Bewegungsmeldung, nichts. So. Kann ich da rein? Nein. Ich brauche einen Ionenschneider. Ach du Kacke. Habe ich keinen Ionenschneider. Verdammt. Kann er nicht einfach weitergehen? Okay, er tut es. Ja, das Alien in den Lüftungsschächten. Ich bin günstig. Du bist. Ich bin zuverlässig. Du bist günstig. Sie kennen mich. Ha. Günstig und zuverlässig? Sehe ich jetzt anders. Günstig, also billig würde ich eher sagen, nicht günstig. Hier. Okay, gucken wir mal nach, was wir Schönes haben. Ein kleines Lagerräumchen. Ach, hier kann man auch lang. Ist ja cool. Okay, wir verstecken uns mal so ein bisschen. Man weiß ja nie. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht eine EMP-Mine mache. Immer noch nicht. Kacke, ey. Was ist das für ein Zeichen? Habe ich eine Legende, ja? Ausgang, Schneidepunkt, okay, Schneidepunkt. Aber es kann ja nicht nach oben sein, ne? Achso, das wäre dann das, wo man das durchschneiden kann. Ah, okay, 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 doch, das macht Sinn. So. Jetzt fallen meine Kopfhörer aus. Das wäre uncool, das wäre richtig, richtig uncool. Was Alien? Da kommt der Roboter. Der bleibt dann hier stehen, guckt hier rein. Genau, da steht er. Haben wir eben gesehen, ne? So, wo will er jetzt hin? Dreht sich ein bisschen im Kreis. Lalalala, spiele Kettenkarussell. Mal kurz gucken. Tiefluft holen. Geh da weg. Schmuck, du. Jetzt will die Katze echt raus, ne? Es gibt's echt nicht. Gut, der geht weg, den geben wir auch weg. Kurz gucken. Zeigt er mir hier irgendwas an? Nein, anscheinend nicht. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Cool wär's auf jeden Fall.
oder steht er? Geh weg, los, geh weg da. Nein, nicht noch weiter nach rechts. Oh, verdammt, ey. Geh da weg. Also er bewegt sich schon so ein bisschen zum Glück, ne? Weil wenn man stehen bleibt, merkt man halt den nicht, wo er ist. Ah, ich muss sagen, ich mag diese Roboter gar nicht. Ja? Also das ist so, wer Alien die Filme kennt, die Filmreihe, der weiß ja, dass Syntheten absolut schlecht sind. Gut und wertvoll für die Gesellschaft, es sieht anders aus. So. Ja, es sieht wirklich so aus, als ob meine Kopfhörer gerade schlapp machen, also die Akkus leer sind. Hätte ich es vorhin über Nacht aufgeladen. Na, gucken wir mal. Was ist da oben los? Hier hat man aufgewartet und Apollo, bitte warten, die andere wird umgeleitet. Hallo, mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo, bitte warten, die andere wird umgeleitet. Mhm. Ich brauche Hilfe, ich bin in meiner Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und Apollo, bitte warten, die andere wird umgeleitet. Okay. So, verbinden Sie sich mit dem Büro des Marshall, genau. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand meinen Laden aus. Ich, Apollo, bitte warten, ja, und wird umgeleitet. Er ist weg. Es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Auch wieder umgeleitet. Also, die Androiden, irgendwie muss das dann damit zusammenhängen, beziehungsweise gewollt sein, dass die sich so seltsam benehmen. Jetzt aufstehen, gucken. Irgendwo hier waren nämlich Sachen. War ich jetzt der Meinung, also... Oh, Sensor, es könnte sein, dass ich jetzt genug für eine Mine habe. Ach, immer noch nicht. Was brauche ich denn dafür? Was ist das denn? Ladungspack. Oh, eine tolle Wurst, ey. Könnt mich mal. So, klar, ich wechsle mal kurz die Kopfhörer. So, ich glaube, die müssten jetzt noch Strom haben. Zumindest habe ich aktuell noch Sound. Das ist garantiert nicht einfach. Ich bin der Meinung, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon so ein Gerätchen hatte. So, was habe ich jetzt? Okay. Ah, hier ist eine schöne Tür, aber da kommt man nicht rein. Das ist auch irgendwas. Es gibt so viele Sachen, wo man nicht hinkommt, was man sieht, beziehungsweise wo man anfangs nicht hinkommt und später dann einfach nochmal hingehen müsste, damit man das dann dementsprechend alles nochmal erkunden kann, alles mitnehmen kann. Das ist halt bloß mega, mega aufwendig. Das ist nur die Sache. Ich habe echt keine Mine. Das ist mega kacke. Muss ich aufmachen. Mega leise und unauffällig. Also ich bin der Meinung, würde ich gerade sagen, dass hier gleich so ein Android ankommt, weil das so laut war. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht mehr, weil ich weiß nur, dass ich bin, glaube ich, nach rechts hier gegangen, weil ich dachte, da wäre noch was. Und dann kam auf einmal dieser Android an und ich habe mich mega mit ihm gebettelt und eigentlich habe ich dann gleich verloren. Weil ich glaube, hier hinten war ein Ionenschneider notwendig. Aber wir können es mal probieren, wir können mal hingehen. Also ich sag mal, mehr als Versagen ist ja an dieser Stelle nicht möglich. Bisher steht er da hinten ja still. Wir haben einen Revolver, sonst müssen wir halt immer auf den Kopf zielen.